Ein offiziell lizenziertes FIFA-Produkt. EA Sports. It's in the game. Yeah! FIFA 16. Und damit herzlichst willkommen zu Let's Play FIFA 16. Jawohl, es ist soweit. Wir starten in eine neue Saison mit FIFA 16 und wir starten in eine neue Saison FIFA 16 bzw. FIFA Ultimate Team. Jawohl, das ist der Inhalt dieses Videos. Wir starten in unsere Ultimate Team Saison. Und was ist das denn jetzt? Wieso kommt das immer? Ich will das nicht. Ich mach das mal gerade weg hier. Wir wollen kein Freundschaftsspiel Real Madrid gegen Barcelona machen, das haben wir in der Demo schon gemacht. Was ist das denn? Voll die komische Mucke. Naja, jedenfalls wollen wir heute das Ultimate Team starten und eine ganz kleine Information unter dieser Folge, unter dieser ersten. Wir spielen momentan noch mit dem Early Access. Und unter dieser ersten Folge von FIFA 16 befindet sich eine Umfrage. Da einfach mal draufdrücken und mit abstimmen. Es geht nämlich darum, mit welchem Team wir denn in der Season spielen, in der Karriere. Ja? Ich habe das nochmal ein bisschen überarbeitet. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust auf die Bayern. Das ist einfach zu langweilig. Das ist einfach so. Ja, da brauche ich nicht groß irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Es ist einfach langweilig. Ja, ich habe alle Top-Clubs jetzt mal rausgenommen und habe ein paar andere, wie ich finde, ziemlich coole Clubs reingehauen. Und ich freue mich einfach auf eure Einsendung und bin sehr gespannt. So, Weltklasse klassisch Frankfurt, das passt. Genau so sieht's aus. Jawohl. Was? Der von dir unterstützte Verein und entsprechende Ligen werden in deinem Profil bei EA Sports Football Club und Matchday Live angezeigt. Ja, tu es. Tu es, wenn es dich glücklich macht. So, synchronisiere Dauerprofileinstellungen und der Katalog wird geladen. Willkommen zurück. Aufgrund deines EA Sports FC Levels und deiner FIFA 15 Historie hast du folgende Belohnung verdient. Oh, wir haben Football Club Credits bekommen. Das ist ja geil. Aufgrund der Fortschritte bei FIFA 15 könntest du die Belohnung verdient haben. Starte unter meinem Team, um die Belohnung zu sehen. Ach, cool. Aufgrund deiner Karrierefortschritte hast du folgende Belohnung verdient. Oh, ein Pro-Boost, das ist cool. Spitzen-GNT, GTN-Scout und 60% Budget. Oh, cool. Ich habe eins ausgelassen, scheiße. Na, egal. So, jetzt sind wir aber endlich mal im Game drinne hier. Wir sind in der FIFA 16 Testversion. Was ist das denn? The world's most captivating sport returns for another year of drama, intrigue, beauty and suspense. Play beautifully. So, nächste Partie spielen. Matchday, aha. Schalke gegen Frankfurt, cool. Nee, wir wollen jetzt Ultimate Team endlich rein. Zum Spiel Ultimate Team wird dann ein Kader-Update benötigt. Ja, tu es. Ich freue mich so sehr. Endlich wieder FIFA. Leider ein bisschen später als geplant. Eigentlich sollte das Ding am Donnerstag rauskommen, aber ich war zwei Tage unterwegs. Relativ spontaner Trip. Willkommen zurück. Oh, pst. Schau nach dem Bestätigen deiner Vereinsdetails und dem Erhalt deines Starter-Sets im Shop vorbei und hol dir deinen Bonus für deine Rückkehr zu Ultimate Team. Ja, danke lieber Wolf Christoph Fuß für diese wunderbare Einleitung. Der Vereinsname passt so, wie er da steht. Das Vereinsname präsentierst du dich der Welt von FIFA 16 Ultimate Team. Nee, das ist okay. Das passt. Kann ich das irgendwie... Hallo? Ich würde hier gerne runter. FC Kunde ist in Ordnung. Abkürzung FC. Moment, da möchte ich FCK eigentlich. So. Okay, Vereinsname bestätigen. Yo! Das Wort, bitte wähle einen anderen Namen für den Verein. Was? Moment. Warte, nochmal bestätigen, was? Dein Vereinsname oder dessen Abkürzung enthält ein unerlaubtes Wort. Ach, vielleicht haben die FCK als Fuck eingestuft. Kann ich vielleicht FC Hot? Ne, geht nur 3. Dann machen wir einfach nur FC. Scheiß doch drauf. Ja, was? Oder wegen Hot? Das könnt ihr aber eigentlich nicht bringen, liebe Leute. Dieser Verein hat Tradition. Hallo? Das verstehe ich nicht. Das ging doch immer. Ach, warte mal, das hier ist wieder... Alter. FC... Was nehme ich denn sonst? Keine Ahnung. Was weiß ich. Dann nehme ich halt FCH. So, warte. FCH. Ist das okay? Hä? Ist es echt wegen Hot? Kunde...
Mars hat mit Doppel-H, mit Doppel-T. Kunde hot. So, FC, das passt. FC H. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Was denn? Ich versteh's nicht. Machen wir halt Kunde rot. So vielleicht. Ah, ihr seid doch bescheuert. Was ist denn euer Problem? Bin ich jetzt behindert oder was? Ich versteh's nicht. Kann ich nochmal zurück? Es ist doch bescheuert. Wieso? Der Name wurde immer angenommen. Lass uns das nochmal probieren. Es geht schon gut los mit FIFA dieses Jahr. Super. Ich bin vollkommen überrascht. Ich meine, vielleicht bin ich jetzt auch einfach nur bescheuert, aber eigentlich... Hä? Ist doch alles easy, wir haben den Namen doch immer. So, er lädt sich gerade ein bisschen in Wolf. Aber das macht nichts. Solange er es denn heute noch schafft. Hä? Ja, dann mache ich das mal ganz kurz und bin dann gleich wieder da. So, dann sind wir schon wieder zurück in der Vereinsnamewahl. Und ganz ehrlich, ich nehme jetzt einfach den Turbinator FC. Und hoffe, dass es funktioniert. Das ist doch bescheuert. Jetzt mal ganz ehrlich, ich habe jahrelang den FC Kunderot gehabt. Deswegen verstehe ich jetzt nicht, wo das Problem ist, aber gut. Lassen wir das einfach mal FIFA selbst, dieses Problem. Probier es mal so. Und die Abkürzung ist dann TFC. Hä? Was? Turbinator. SV? Ich weiß nicht, was da los ist. T, S, V. Ey, sag mal, das ist doch verbuggt. Das kann doch nur verbuggt sein. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Ich lass es mal so. Also, das ist verbuggt. Das ist einfach... Alter. Naja, ich google mal gerade ein bisschen und schaue einfach mal, ob wir es dann hinkriegen. Ich mache nochmal eine ganz kurze Pause. Es ist echt wunderbar einfach. Ja, da sind wir schon wieder zurück. Ich probiere es jetzt nochmal. Ich glaube aber nicht, dass es funktioniert wird. Ich habe es jetzt fast eine halbe Stunde lang probiert, diesen Scheiß da irgendwie zum Laufen zu kriegen. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich glaube, einfach mal... Schau nach dem Bestätigen deiner Vereinsdetails und dem... Schnauze. Also ich habe das Ganze nochmal hier bestätigt und hier nochmal geändert. Ich habe jetzt FCH genommen. Geh auf Vereinsname bestätigen und es kommt die Meldung, dein Vereinsname oder dessen Abkürzung enthält ein unerlaubtes Wort. Vollkommen am Bullshit. Und es ist scheißegal, was ich da eingebe. Ich kann jetzt auch einfach willkürlich alles löschen und da einfach irgendwas eingeben, wo ich gerade Bock drauf habe. Ja? Funktioniert auch nicht. Ja? Ich weiß nicht, was da los ist, keine Ahnung. Ja. Ich kann mich da gerne mit EA in Verbindung setzen. Ich hätte natürlich jetzt unglaublich gerne die erste Ultimate Team-Folge richtig durchgehauen. Ja, ist natürlich super, dass es da direkt wieder Probleme gibt. Vielleicht hatte der eine oder andere von euch einen Tipp, wie man das beheben kann. Jetzt von hier aus jetzt jedenfalls gesehen ist das die Folge 000. Ich will jetzt auch ehrlich gesagt keine Zeit verlieren, damit da die ganze Zeit rumzuprobieren und sowas, weil du hast nur 10 Stunden in dieser Testversion. Das wäre jetzt extrem beschissen, wenn diese 10 Stunden draufgehen, weil ich die ganze Zeit probiere, meinen Vereinsname zu ändern. Ja. Aber von hier aus hingehen ist wahrscheinlich kein Unterschied, ne? Komm, ist einfach nur bescheuert, ich will meinen Vereinsnamen nicht ändern. Wenn hab ich... Halt die Klappe. Habe ich später auch noch die Chance dazu. Und das Ding ist, ich würde es halt auch gerne einfach überspringen, aber es geht nicht. Du musst scheinbar deinen Vereinsnamen ändern. Ansonsten geht's nicht. Ja, wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt, was das sein könnte, dann schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Ansonsten kontaktiere ich schon mal EA und sag denen, wie es läuft. Und, naja.
Das war auf jeden Fall die erste FIFA 16 Ultimate Team Folge. Es ist extrem beschissen. Ich freue mich schon auf die ganzen Kommentare, aber ich kann ja dafür nichts. Ihr seht es ja selbst. Ja, aber es ist halt typisch Electronic Arts. Wenn ein neues FIFA auf den Markt kommt, gibt's immer Probleme. Das ist immer so. Die Web-App funktioniert immer noch nicht richtig. Die Server sind eine Katastrophe. Bis ich FIFA 16 jetzt unten hatte. Ja, also das ist teilweise... Geht über die Microsoft-Server, ich weiß, aber... Wie gesagt, das ist mit FIFA schon immer ein Problem gewesen. Ja, das ist schon... Boah, wie weit das einfach zurückgeht. Naja. Diese Folge dient mehr oder weniger jetzt einfach nur dazu, sagen zu können, in den Kommentaren unten steht die Umfrage und auch in der Videobeschreibung. Nehmt dran teil, die Umfrage läuft bis morgen um... Ja, so 16 Uhr rum. Und dann schauen wir doch einfach mal, ja, mit wem wir dann in Zukunft unsere FIFA 16 Karriere starten. Ja, und Ultimate Team wird dann mit Sicherheit auch in den nächsten Tagen irgendwann losgehen. Vielleicht behebt sich das noch irgendwie, ansonsten am Arsch gelegt. Ne? Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, sorry. Bis zur nächsten Folge. Tschö.